Katzen. Sie sind unsere liebsten Haustiere. Sie strahlen so viel Ruhe aus. Und wenn sie mich anschnurren und sowas, das ist ein bisschen ja, persönliches Runterkommen. Sie sind hochspezialisierte Jäger, sie haben super tolle Sinne. Trotzdem absolut liebenswert, spaßig, lustig. Also die machen natürlich auch viel Unsinn, aber irgendwie kann man ihnen auch nicht lange böse sein. Doch was wissen wir eigentlich über unsere tierischen Mitbewohner? Was können Katzen fühlen? Und was denken sie über uns? Katzen haben ihren eigenen Kopf. Wenn sie gestreichelt werden wollen, dann werden sie gestreichelt, wenn nicht, dann nicht. Das macht sie ja im Vergleich zum Hund schon fast wieder ein bisschen menschlich. Die Katzen haben uns Menschen sehr gut im Griff. Was macht die Beziehung zwischen Katze und Mensch so besonders? Also Katzen können einem bis auf die Seele gucken. Die gucken einen an und dann denkt man, der guckt ganz falsch in mich hinein. Ich glaube, man tendiert dazu, sie zu vermenschlichen. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Da gibt es noch viele Fragen zu beantworten. Und das finde ich auch sehr interessant. Hildesheim bei Hannover. Hier lebt die Lehrerin Delia Nitschke. Zusammen mit ihren beiden Katern Freddy und Oreo. Freddy! Vor 7 Jahren hat Delia die 2 Europäisch-Kurzhaarkatzen aus dem Tierheim adoptiert. Oreo ist eine kleine Diva, um es mal so zu sagen. Er ist wirklich sehr zierlich und sehr hübsch und er weiß das auch. Das heißt, er setzt sich immer so hin, dass er von allen Seiten am besten gesehen werden kann. Und er streckt dann auch immer so seine hübsche Seite einem zu. Also man hat schon das Gefühl, dass er die Aufmerksamkeit sehr genießt. Freddy ist halt ein bisschen korpulenter und Freddy ist so eine Kuschelmaschine. Also wenn der kuscheln will, dann kommt er an, springt auf einen drauf, dreht sich ein paar Mal und dann liegt er da und dann darf man auch nicht mehr weg. Der fordert diese Zuneigung richtig ein. Delia Nitschke und ihre Katzen nehmen bald an einem außergewöhnlichen Experiment teil. Denn Delia möchte mehr über ihre Katzen und ihre Bindung zu Menschen erfahren. Das sind aber ganz schön viele Leute, ne? Na gut. Also im Prinzip ist es so, dadurch, dass ich alleine wohne, sind das halt meine Mitbewohner. Ich sage immer ganz scherzhaft, meine Katzen erlauben mir, dass ich hier wohnen darf. Das sind die ersten, die ich morgens sehe, wenn ich aufwache. Wenn ich nach Hause komme, sitzen sie da und warten auf mich. Ich vermisse sie sogar, wenn ich mal im Urlaub bin. Also das ist schon eine ziemlich enge Verbindung. Ob die Katzen auch so empfinden, ist bisher kaum erforscht. Wir Tierbesitzer neigen dazu, Tiere völlig zu vermenschlichen. Also meine Katzen haben natürlich ein Riesenspektrum an Emotionen, das ich ihnen also zutraue. Und deswegen, ich glaube schon, dass sie in der Lage sind, ganz viele verschiedene Emotionen wahrzunehmen. Ein Vorreiter auf dem Gebiet der Verhaltensforschung ist der amerikanisch-Schweizer Ethologe Dennis Turner. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Innenleben der Katzen. Mit neueren Methoden haben wir langsam Zugang zu den Emotionen. Also es geht viel weiter als nur Schmerzempfinden. Das haben alle Leute akzeptiert. Aber wir haben auch Evidenz jetzt, dass Katzen lieben, also dass sie gerne haben, dass sie Freude haben, dass sie eifersüchtig sein kann. Die Tierärztliche Hochschule in Hannover. Die älteste Universität für Tiermedizin in Deutschland. Hier startet heute das außergewöhnliche Experiment. Die Verhaltensbiologinnen Dr. Willa Bonet und Dr. Marina Scheumann wollen das geheime Wesen der Katze ergründen. Also wir interessieren uns dafür, ob Katzen Eifersucht entwickeln können. Also es ist ja so eine Verhaltensweise, wo es darum geht, dass man eine Beziehung mit jemandem hat und dann kommt jemand Drittes dazu und dann möchte man aber seine Beziehung eigentlich verteidigen. Und wir haben schon eine kleine Pilotstudie gemacht mit Katzen, die hier für die tiermedizinische Ausbildung gehalten werden. Da kamen schon so erste Trends raus, aber wir erhoffen uns, wenn wir Katzen eben in der natürlichen Umgebung, also zu Hause untersuchen, dass die Ergebnisse noch stärker werden. Lange waren Emotionen bei Tieren umstritten. Aber Versuche mit Hunden haben gezeigt, Hunde sind eifersüchtig, wenn ihr Mensch sich einem Rivalen zuwendet.
In der Tat ist es so, dass man lange eigentlich den Tieren das nicht so zugeschrieben hat. Dann ging es schon los mit Angst und Aggression, würde ich sagen. Das waren so die ersten Emotionen, wo man gesagt hat, ja, das haben die auch. Und seitdem entwickelt sich es halt immer weiter, auch in Bereichen positive Emotionen. Was können sie, was zeigen sie da? Und die Eifersucht ist aber ein relativ neues Thema, weil es auch keine Basisemotion ist, die wir haben, sondern eher so eine zweitrangige Emotion. Es geht ja um eine wichtige Ressource und das ist der Mensch. Der hat das, der füttert und der gibt Streicheleinheiten, der gibt Aufmerksamkeit. Und da sind ja Katzen aber auch unterschiedlich, wie viel ihnen diese Ressource wert ist. Die Herausforderung für die Katzenbesitzer, sie müssen einen Großteil des Experiments selbst durchführen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, am Experiment mitzumachen. Mein Name ist Marina Scheumann, ich bin wissenschaftliche Assistentin hier am Institut für Zoologie und ich mache das zusammen mit meiner Kollegin Willa Bonet. Was wir machen möchten, ist Ihnen ein bisschen einzuführen, wie Sie das zu Hause selber machen müssen. Normalerweise würde man das eigentlich nicht so machen, dass man den Besitzer unbedingt einen Test machen lässt, weil Sie werden merken, es wird Ihnen sehr schwer fallen, konsequent dieses Experiment durchzuführen. Aber hier geht es ja gerade darum, um die Bindung von Ihnen und Ihren Katzen. Zunächst wollen die Wissenschaftlerinnen mehr über die Katzen und ihre Besitzer erfahren. Wo kommen die Katzen her? Wie lange leben sie schon im Haushalt? Wie schätzen die Menschen ihren Charakter ein? Die Versuche sollen die Teilnehmer später mit einer Kamera aufzeichnen. 4 Familien mit insgesamt 10 Katzen machen mit. Wie Familie Reuker. Mit ihren Perserkatzen Raphael und Bonja. Beide kommen aus dem Tierheim. Raphael ist ein sehr zurückhaltender. Von Menschen her bin ich schon der Lieblingsmensch. Sie steht natürlich schon sehr im Mittelpunkt, weil sie so unheimlich angepasst, verträglich ist. Nina Julius lebt zusammen mit Sohn Oskar und den Katzen Mimi und Nero. Mimi ist halt eben sehr ängstlich und sehr zurückhaltend und sehr scheu. Nero ist auf der einen Seite wirklich ein richtiger Draufgänger. Der kommt von der griechischen Straße und das merkt man ihm auch ganz oft an. Bei Sophia Portisch und Felix Schütte sind gleich 4 Katzen zu Hause. Ja, also mein Lieblingskater ist ja der Johnny. Das ist halt so ein ganz gemütlicher, süßer Kerl. Mein zweiter Lieblingskater ist der Miguel, unser spanisches Straßenkätzchen. Und beide sind ein bisschen moppelig und das finde ich ganz süß, weil mehr zum Liebhaben. Und der andere Kater, also ist Sammy, der ist halt so ein bisschen Eigengänger, so Eigenbrötler besser gesagt. Die Dame des Hauses, Gabi, ist männerfixiert und geht lieber zu Männern. Ist schon da, wo ich mich hinsetzen will. Und dann setzt sie sich auf mich drauf und meckert auch immer, wenn ich sie runterschmeiße. Katzen. Sie sind die beliebtesten Haustiere der Europäer. Allein in deutschen Haushalten leben etwa 14 Millionen. Ein Spitzenwert in Europa. Doch über das Gefühlsspektrum der Katze ist bislang wenig bekannt. Die Katze ist immer noch ein absolut natürliches, wildes Wesen. Sie lebt bei uns, wenn sie Auslauf hat, sie lebt bei uns freiwillig. Klar füttern wir sie, aber die Katze ist ein Stück Natur in unserem eigenen Wohnzimmer. Und für Menschen, die sich entfremdet haben, der Natur entfremdet haben, ein Stück Natur, ein Wildtier im Haus, ohne dass es ein exotisches Tier ist, ist fantastisch. Und das schätzen fast alle Katzenhalter. Die Beziehung zwischen Katze und Mensch beginnt als Zweckgemeinschaft. Vor etwa 10.000 Jahren wird der Mensch sesshaft. Kornspeicher und Vorratslager locken Mäuse und Ratten an und diese wiederum die Falbkatzen, die Ahnen unserer heutigen Hauskatzen. Beide Seiten profitieren. Weil die Katze ein so hervorragender Jäger ist, versuchen die Menschen, sie mit Milch zu locken und an ihr Haus zu binden. 2004 entdecken Wissenschaftler auf Zypern ein etwa 9.500 Jahre altes Grab einer Katze direkt neben dem eines Menschen. Es ist der erste Fund einer Katze als Haustier. Da Katzen auf Zypern nicht heimisch waren, müssen Menschen sie vom nahegelegenen Festland der arabischen Halbinsel mitgebracht haben. Im alten Ägypten wird die Katze dann endgültig zum Schmusetiger. Die Ägypter verehren die Katze für ihr Jagdgeschick, aber auch für ihre Eleganz und Schönheit. Katze und Mensch leben jetzt nicht mehr nur Seite an Seite. Die Katze wird zum Freund der Familie.
Aus Ägypten und dem Nahen Osten bringen die Menschen die Katze in den Rest der Welt. Auf den Schiffen der Phönizier gelangen die ersten Katzen nach Südeuropa. Auch hier werden sie jetzt als Haustiere gehalten. Bis zur Hexenverfolgung im Mittelalter. Die Katze wird dämonisiert und von der Kirche als Verkörperung des Bösen gesehen. Gemeinsam mit vermeintlichen Hexen werden zahllose Katzen gequält, ertränkt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Bis heute hält sich der Aberglaube, dass eine schwarze Katze Unglück bringt. Die massenhafte Tötung der Tiere hat fatale Folgen. Die Pest kommt nach Europa und die Überträger der Krankheit, die Ratten, können sich beinahe ungestört vermehren. Durch ihre hohe Fruchtbarkeit übersteht die Katze dieses dunkle Kapitel. Anfang des 19. Jahrhunderts werden Haustiere endgültig zum Massenphänomen, gemeinsam mit der fortschreitenden Industrialisierung. In dieser Zeit beginnt auch die gezielte Züchtung von Rassekatzen. In Hannover startet das Eifersuchtsexperiment mit einem Hausbesuch bei Delia Nitschke. Hallo! Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Kommen Sie rein. Delia Nitschke wohnt zusammen mit ihren zwei Tierschutzkatzen Freddy und Oreo. Normalerweise bekommen beide sehr viel Zuwendung von ihrer Besitzerin. Die erste Testsituation, die ist so, dass sie beide Katzen gar nicht beachten. Also sie setzen sich irgendwo hin, lesen ein Buch, beschäftigen sich mit irgendwas anderem und ignorieren die Katzen vollständig. Okay. Ja? Okay. Ignorieren bedeutet, dass sie die Katze nicht anfassen dürfen, auch nicht ansehen. Oh mein Gott. Und auf keinen Fall ansprechen. Okay. Fünf Minuten. Das wird anstrengend. Ich fürchte, ja. 5 Testsituationen soll die Besitzerin mit ihren Katzen durchspielen. Eine Katze wird gestreichelt, die zweite ignoriert. Und umgekehrt. Danach folgt der gleiche Test mit Futter. Wenn man jetzt 2 Katzen hat und nur mit einer Katze wird sich beschäftigt, was macht die andere Katze? Es kann auch sein, dass die Katze das einfach ignoriert. Ja, dass sie sich da gar nicht einmischt. Aber es kann auch sein, dass die versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Also wir nennen das auch Aufmerksamkeit forderndes Verhalten. Ja, das kann Miauen sein, das kann zum Beispiel so eine freundliche Geste bei Katzen, das ist ja hier dieses Köpfchen geben, das kann es sein. Es kann aber auch sein, dass die ärgerlich wird. Ich glaube, es wird für mich schwieriger als für die Katzen. Ich erwarte, dass es mir sehr schwer fallen wird, eine Katze zu ignorieren und mich um die andere zu kümmern. Aber ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass meine Katzen im Großen und Ganzen tatsächlich recht gleichgültig der jeweils anderen Situation begegnen. Ich bin gespannt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es kann auch alles total anders ausgehen, als ich es erwarte. Mit einer Kamera sollen die Besitzer alles dokumentieren. Die Forscherinnen wollen beobachten, wie die Tiere reagieren, wenn sie nicht beachtet werden. Emotionen bei Tieren werden in der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Auch weil sie schwer nachweisbar sind. Also ich glaube, bei Eifersucht außer untereinander, glaube ich, nicht wirklich. Also ich denke das definitiv, dass die eifersüchtig sind. Ich denke, alle von unseren Katzen sind es. Ich finde ja. Unsere Katzen vor allem. Unsere Katzen sind eifersüchtig. Ich glaube schon, dass sie das können. Also, und ich glaube auch schon, dass sie das empfinden und aufgrund dessen halt eben bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Landskrona in Schweden. Hier erforscht die Phonetikerin Susanne Schötz die Sprache der Katzen. Sie untersucht die unterschiedlichen Miaulaute der Katzen in verschiedenen Situationen. Ihr Ohrenmerk gilt dabei der Melodie. Diese Katze hier bekommt ihr Frühstück zum Beispiel. Und wenn sie Hunger hat und sagen möchte, jetzt komm mal her mit meinem Fressen, ich möchte jetzt Frühstück haben, dann die blaue Kurve hier zeigt, dass die Melodie steigt. Und das hört sich so an. Hören Sie das? Die Melodie steigt am Ende. Dieselbe Katze auf dem Weg zum Tierarzt miaut auch, weil sie Stress hat, möchte nicht dahin. Aber die Melodie, die steigt nicht am Ende, sondern sie fällt. Hört sich so an. Also eine andere Melodie. Und das machen nicht nur 1, 2, 3 Katzen, das machen die meisten von den Katzen, die wir jetzt aufgezeichnet haben. Katzen kommunizieren offenbar mit uns Menschen anders als untereinander. Sie haben also eine eigene Sprache für uns entwickelt.
Wenn eine Katze miaut, dann reagieren wir sofort darauf. Also das kennen wir. Und ich glaube auch, das hat ein bisschen damit zu tun, dass Katzenstimmen so in der Bandbreite, so wie unsere Menschenkinder sind, also die Tonhöhe, die Qualität, das sind wir drauf biologisch programmiert. Da reagieren wir sofort drauf. Auf ihre Forschungsidee kam Susanne Schötz durch die Sprache ihrer eigenen 5 Katzen, deren Laute sich je nach Situation veränderten. Dann untersuchte die Phonetikerin, ob alle Katzen in ähnlichen Situationen identisches Kommunikationsverhalten zeigen. Oder ob es Unterschiede in Alter, Geschlecht oder Rasse gibt. Klar ist, die Laute der Katze haben Sinn und System und sind dann besonders eindringlich, wenn die Katze etwas möchte. Also eigentlich sind sie ziemlich ähnlich wie wir Menschen. Wenn wir kommunizieren, möchten wir auch etwas erzählen oder haben eine Frage oder einen Wunsch oder so. 70 Katzen hat sie schon für sich sprechen lassen. Ihre Forschung steht dennoch erst am Anfang. Berlin. Hier liegt das flächenmäßig größte Tierheim Europas. Durchschnittlich 400 Katzen werden hier versorgt. Es ist die Schattenseite der großen Beliebtheit der Katze. Ständig landen neue Tiere im Tierheim. Allergien, Krankheiten oder Zeitmangel sind häufige Ursachen. Manche Tiere werden abgegeben, weil sie verhaltensauffällig sind. Also es ist halt so, dass Katzen so ein beliebtes Haustier sind und man denkt, man kann eine Katze so nebenbei halten, in der Wohnung, die benutzt die Toilette, die sieht schön aus, lässt sich streicheln. Und viele bedenken nicht, was für Bedürfnisse Katzen haben. Und wenn sie nur in der Wohnung gehalten werden und den ganzen Tag alleine sind, dann fehlt ihnen ganz viel. Ihnen fehlt die Abwechslung, ihnen fehlt was, was sie anregt, was für die Sinne, dass sie was erkunden können. Sie können ihren natürlichen Verhaltensweisen nicht nachgehen. Und leider ist das noch nicht so bei den Menschen angekommen, dass Katzen ja im Grunde viel Zeit sogar brauchen. Viele Katzen verbringen Monate oder sogar Jahre im Tierheim. Um vermittelt werden zu können, brauchen die Tiere viel Kontakt zu Menschen. Deshalb haben die Mitarbeiter im Tierheim ein besonderes Projekt ins Leben gerufen. Hallo, grüßt euch. Das ist aber schön, dass ihr hier seid. Ja. Hallo Aaron, hallo Arthur. Hallo. Ah, ihr habt eure Eltern auch mitgebracht? Ja. Das ist super. Hallo, ich grüße Sie. Das Konzept: Kinder lesen Katzen vor. Heute sind Aaron und Arthur gekommen. Zweimal in der Woche können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren hier für eine halbe Stunde den Katzen aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen. Als Henriette ihr Heim für schüchterne und ängstliche Katzen eröffnete, wusste sie nicht, ob überhaupt jemand kommen würde. Aber sie kamen. Das Projekt soll den Katzen die Angst vor den Menschen und den Kindern die Angst vorm Lesen nehmen. Keiner der drei Freunde wagte sich zu rühren. Beim Vorlesen sind Kind und Katze allein. Die Kinder lesen so ohne Druck, ohne Angst vor Fehlern. Den Katzen soll der Kontakt zu den Kindern helfen, sich an neue Stimmen zu gewöhnen. Ich mag sehr, sehr doll Katzen, weil ich habe auch eine Katze zu Hause. Und Katzen kann man auch sehr gut streicheln. Und die sind auch sehr zutraulich, manche. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich finde auch das Miauen, das hört sich schön an. Und auch das Schnurren, wenn sie das Schnurren und ja. Studien zeigen außerdem, dass rhythmisches Sprechen Katzen beruhigt. Das ist für die Kinder eine schöne Situation, dass man einfach nicht gemaßregelt wird, dass man nicht ständig korrigiert wird, dass nicht ständig jemand hinter einem steht und sagt, betone das mal so oder nein, du hast es ja schon wieder falsch gemacht. Die Katzen sind einfach trotzdem da und freuen sich darüber, dass das Kind vorliest. Also für die Katzen ist das eine sehr angenehme Situation, in der sie sich sehr wohl fühlen. Wie wenn sie merken, da ist ein Mensch, der schenkt mir Aufmerksamkeit, von dem geht nur Gutes aus. Und insofern ist es eine klassische Win-Win-Situation. Ja, es profitieren beide. Denn inzwischen brauchen sozialisierte Katzen den Kontakt zu Menschen, um sich wohlzufühlen.
Katzen waren ursprünglich Einzelgängertier. Also kamen nur zusammen zu verpaaren und dann gingen auseinander und lebten in ihren Revieren. Inzwischen sind Katzen soziale Tiere. Sie sind, was wir nennen, fakultativ sozial. Also wenn sie als Jungtier während der ersten 2 bis 7, 8 Wochen viel Kontakt mit Menschen gehabt haben, sind sie menschenfreundlich. Ohne diesen Kontakt sind die Tiere eher ängstlich gegenüber Menschen. Zurück in Hannover. Hier haben die Versuche begonnen. Delia Nitschke macht heute den ersten Test mit Freddy und Oreo. Versuch Nummer 1. Ich lese ein Buch und ignoriere beide Katzen. 5 Minuten. Ab jetzt. Freddy und Oreo wirken zunächst wenig interessiert. Doch dann kommen sie näher und bleiben immer in Reichweite ihrer Besitzerin. Das hat mich überrascht, dass tatsächlich beide Katzen meine Nähe so gesucht haben. Also ich habe auf dem Sofa gesessen und ich dachte, na, im besten Fall läuft meine Katze durchs Bild. Aber die haben sich tatsächlich beide so links und rechts neben mich drapiert und waren einfach in meiner Nähe. Das fand ich natürlich, das sind natürlich so Momente, im Alltag achte ich da nicht so drauf, ob die Katze kommt oder nicht. Wenn man da bewusst drauf achtet, merkt man das schon bewusster, ob die Katze die Nähe sucht oder eben auch nicht. Um das Verhalten der Katzen vergleichbar zu machen, müssen alle Katzenbesitzer einen Leseversuch aufzeichnen. Weil alle Katzen dabei gleichzeitig ignoriert werden, dient dieser Versuch den Forscherinnen als Kontrollsituation. Ach stimmt, genau. Er hat sich jetzt hier nämlich abgewandt und jetzt verschwindet er auch gleich ganz. Und dann kommt die Mimi nochmal. Bei Straßenkater Nero und der scheuen Mimi gibt es erste Ergebnisse. Er war ja ganz dicht bei der Besitzerin, sie wollte dann auch hin, hat dann miaut, ne, und kam dann näher. Und als sie dann ganz dicht bei der Besitzerin war, da hat Nero sie ganz kurz blickfixiert, also angedroht. Und daraufhin hat sie sich dann sofort umgedreht, ist weggegangen und hat sich dann geschüttelt. Und dieses Schütteln, das ist halt so eine Übersprungsreaktion, wenn die Katzen Stress haben. Das wäre für mich so ein Zeichen, dass die eine Katze die andere von der Besitzerin jetzt in dieser Situation halt einfach vertreiben wollte. Ein erstes Anzeichen für Eifersucht? Das werden die weiteren Versuche zeigen. Und das finde ich besonders schön. Ja, das schön. Ist schön, ne? Ja. Das ist sehr süß. Erst tippt er nur so ganz wenig an. Ja. Da passiert nichts. Und dann stupst du noch mal richtig. Ja. Und der Besitzer reagiert auch drauf, weil der nimmt nämlich das Buch gleich höher. Top. Ja, das stimmt. Ja. So weit zum Ignorieren. Ja. Also der Sammy ist halt gekommen und hat halt so bestimmte aufmerksamkeitsfordernde Verhaltensweisen gemacht. Das eine war das Miauen, was wir halt erwartet haben und was wir auch kodieren. Und dann hat er ihn halt angestupst. Und das sind so Verhaltensweisen, die wir halt als aufmerksamkeitsforderndes Verhalten kodieren. Und was wir hier halt sehen, die treten natürlich auch in unserer Buchszene auf, was ja eigentlich unsere Kontrolle ist, wo wir eigentlich gar nicht so viel erwarten. Aber natürlich auch da können die natürlich auftreten. In der Nähe von Köln ist Katzenpsychologin Heike Grotegut auf dem Weg zu einem Hausbesuch. Sie ist Expertin für die Beziehung zwischen Mensch und Katze und wird gerufen, wenn es hier Probleme gibt. Also in meiner Praxis sind die häufigsten Probleme tatsächlich Aggression gegen Menschen, Aggression gegen Katzen, also Katzen untereinander, dass sie sich nicht verstehen, Zusammenführungen, die nicht geklappt haben, wo man dann nachjustieren muss, oder Unsauberkeit und Markierverhalten. Das sind so die Hauptprobleme, die ich habe. Viele Probleme entstehen, weil der Mensch die natürlichen Verhaltensweisen der Katze falsch deutet. Da ist sich die Katzenexpertin sicher. Ihr heutiger Fall führt sie zu Katzenbesitzerin Rabea Röver. Hallo. Hallo. Das ist ja schön. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Komm rein. Hallo. Schön. So, geh einfach durch ins Wohnzimmer. Ja. Ach, guck darfst mal. Dich gerne setzen. Entweder auf da die bin Couch ich ja oder bei Katzen zu Hause.
Rabea Röver engagiert sich ehrenamtlich im Tierschutz. 9 Katzen hat sie inzwischen adoptiert. Ihre Wohnung, ein Katzenparadies auf 80 Quadratmetern. Also es ist tatsächlich für Katzen schon sehr wichtig, wie die Wohnung eingerichtet ist. Also man kann jetzt irgendwie auf 500 Quadratmetern wohnen und wenn die super langweilig sind, also sprich nur eine Ebene ist, steht den Katzen zur Verfügung, dann ist das viel langweiliger, als wenn man jetzt irgendwie weniger Quadratmeter hat, aber da stehen den Katzen deutlich mehr Ebenen, Rückzugsmöglichkeiten, Isolationsmöglichkeiten zur Verfügung. Das macht es dann halt artgerecht. Doch Rabea Röver hat ein Problem. 2 ihrer Katzen verstehen sich nicht mehr. Die kleine Shishi wird seit einiger Zeit gemobbt. Das ist Shishi. Das ist eine der Katzen, genau. Die soll sich doch erstmal durchschnüffeln, das ist immer ganz gut. Oh, dass die so ein bisschen akklimatisieren. Neuzugang Elsa greift Shishi immer wieder an. Und dann fängt Elsa an, sie zu jagen. Sie läuft dann, faucht dann. Es gibt keine Klopperei. Mhm. Also die Shishi fühlt sich direkt angegriffen, faucht fürchterlich, rennt entweder hier unter die Heizung. Ah, okay, das ist natürlich dann auch, ja, das ist ja genau. Immer die schöne enge Ecke. Mhm. Genau, und die größte Sorge ist, letzter Weg wäre das Tier, was als letztes eingezogen ist. Und das ist Elsa, dass ich sie abgeben müsste. Aber das ist wirklich, mit dem Gedanken spielt man wirklich zu allerletzt. Oh Gott. Von Elsa bis jetzt keine Spur. Rabea Röver vermutet sie im Schlafzimmer. Das ist eigentlich ein Katzenklo. Ach, hier ist sie. Da ist sie. Mäuschen. Wenn Heike Grotegut in einen Katzenhaushalt kommt, zeigt sich oft weder die Katze noch das Problem. Gott sei Dank kriege ich auch häufig Videomaterial dann zur Verfügung gestellt. Und es ist halt, teilweise habe ich auch so Vorführeffekte, dass halt das Problem, was eigentlich gezeigt wird in der Anwesenheit, also wenn ich da bin, überhaupt nicht gezeigt wird. Oder dass eine Katze, die dann eigentlich aggressiv ist, in bestimmten Situationen komplett das Gegenteil, also sehr anschmiegsam und kuschelig auf einmal ist. Also das hindert mich aber nicht daran, trotzdem alles zu verstehen und dann entsprechende Ratschläge zu geben. Auch Rabea Röver hat versucht, die Situationen mit dem Handy einzufangen. Auf einigen Videos sieht man, wie Elsa Shishi angreift und Shishi verängstigt flüchtet. Elsa. Da ist schon so ein gewisses Ungleichgewicht zwischen den Katzen. Aber je nachdem, wie sich der Halter einmischt, kann man halt die Problematik verbessern oder halt verschlimmern. Und eine Verschlimmerung, die häufig eintritt, ist, dass zum Beispiel bestraft wird. So, wir haben ja ein Opfer und einen Aggressor. Und dass der Aggressor verknüpft das Opfer dann negativ über die Strafe. Also das heißt, das führt auf Seiten des Aggressors dazu, dass das Tier immer aggressiver dem anderen Tier gegenüber wird. Und das Opfer, und das ist eigentlich das Tragische daran, das Opfer bezieht die Bestrafung immer auch auf sich. Heike Grotegut rät der Katzenbesitzerin zu einer sogenannten Gegenkonditionierung. Beide Katzen sollen lernen, die Gegenwart der anderen wieder positiv zu verknüpfen. Sobald die zusammen in einem Raum sind und die machen irgendwas, was du gut findest, wo du sagst, ja, genauso will ich meine Katzen haben, dass du dann schon mal anfängst, die zu loben. Ne? Also Lob ist, und du meinst das bitte, ne? Nicht super gemacht, das kriegen die natürlich mit, sondern du bist authentisch dabei. Ne? So, und bei der Elsa ist halt Beschäftigung, Beschäftigung, Beschäftigung. Eins der Zauberdinge, mit der Shishi übrigens auch. Da setzt du das aktive Spiel mit einer Spielangel ein, um Angst und Stress zu reduzieren. Das schafft Vertrauen innerhalb der Katzengruppe und es schafft Selbstvertrauen. Und da kann die Shishi gerade so ein bisschen was gebrauchen. Dann kommt es immer also darauf an, dass die Angel halt der Beute entspricht, dass die stabil ist. Ne, wenn sich halt positive Verstärkung heißt das Zauberwort in der Katzenerziehung. Ich habe wirklich die letzten Tage echt den Gedanken gehabt, so was ist, wenn ich mich von Elsa trennen muss. Und jetzt habe ich so viele Tipps bekommen und auch das Beste mit der Bestrafung ist No-Go. Und kann ich nur Danke sagen. In 3 Wochen will die Katzenpsychologin wiederkommen. Katzen faszinieren uns wie kaum ein anderes Tier. Maler wie Franz Marc oder Renoir verewigten die besondere Katze-Mensch-Beziehung. In zahlreichen Filmen wie Frühstück bei Tiffany's spielen Katzen eine bedeutende Rolle. Mit niedlichen Katzenprodukten werden Milliarden gemacht.
Karl Lagerfeld nannte seine Katze Choupette seine Muse und die mürrische Grumpy Cat wurde zum Internetstar. Eine Katze zum Beispiel hat eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Menschen. Viele Katzenhalter mit sozialen Katzen werden sagen, meine Katze starrt mich an, aber sie schließt ihre Augen ganz langsam während dieser Anstarren. Und das ist ein Zeichen eigentlich, dass sie ein volles Vertrauen hat auf den Mensch, also in diese Beziehung. Das ist an und für sich sehr, sehr schön. Die Gefühlswelt von Katzen ist komplexer als bisher angenommen. Eine neue Studie der Oregon State University belegt, dass Katzen eine ähnlich enge Bindung zu Menschen haben können wie kleine Kinder zu ihren Eltern. In Hannover muss Katze Mimi zu einem neuen Versuch überredet werden. Ach, Süße. Komm mal hier, komm mal hier. Komm mal hier einmal hinstellen. Fünf Minuten soll Nina Julius nun ausschließlich die scheue Mimi streicheln und den forschen Nero ignorieren. Der wirkt zunächst ziemlich irritiert. Normalerweise steht er im Mittelpunkt. Immer wieder sucht er den Körperkontakt zu seiner Besitzerin. Mimi hingegen freut sich nicht über die ungebetenen Streicheleinheiten. Doch nach kurzer Zeit gibt Nero auf und akzeptiert die Situation. Sie hat schon Lust, gestreichelt zu werden, aber halt eben nur, wenn sie Lust hat, ne? Also das geht nicht danach, dass ich jetzt gerade mal Lust darauf hätte, meine Katzen zu streicheln, sondern wenn sie Lust hat, gestreichelt zu werden, kommt sie her. Deswegen ist sowas halt auch einfach ganz schlecht planbar. Im nächsten Test ist Nero der Begünstigte. Er bekommt Futter, Mimi wird ignoriert. Immer wieder macht Mimi durch Miauen auf sich aufmerksam. Ein Kriterium, das die Forscherinnen als aufmerksamkeitsfordernd definieren. Doch gegen den dominanteren Nero bleibt es bei kleineren Annäherungsversuchen. Kamera aus. Komm her, Mimi, jetzt darfst du. Hab ich versprochen, ne? Bei Nero ist es schon so, dass der sehr viel mehr, also dass er beim Besitzergreifender ist. Also wenn Mimi dran war mit Streicheln oder auch mit Füttern, dann war es schon so, dass er, also er hat sie jetzt nicht wirklich gehauen, aber es war schon, also er war präsent und ist so um einen rumgewurschtelt und war auch so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, er war ein bisschen entsetzt, gerade bei dieser Füttergeschichte, dass jetzt nur sie die Leckerlis abkriegt und er gar nicht. Das fand er blöd. Auch im Vier-Katzen-Haushalt von Felix Schütte und Freundin Sophia Portisch läuft die Katzenkamera. Sammy, komm. Die Gruppe versteht sich gut. Trotzdem gibt es im Alltag immer wieder kleine Reibereien. Ruhe. Felix und Sophia haben deshalb vor dem Experiment angegeben, dass sich die Katzen in den Füttersituationen durchaus aggressiv zeigen könnten. Also unsere Beobachtungen sind, dass unsere Katzen, glauben wir, nicht so eifersüchtig sind, wie wir gedacht hätten. Gut, die versuchen immer schon so ein bisschen da so auch was zu kriegen, wenn mal was daneben fällt, so nach dem Motto. Aber mit den 5 Minuten so ein bisschen verlieren die Katzen auch Interesse. Am Anfang sind sie alle total dabei und scharen sich so zusammen. Und dann merkt man irgendwie später, ja, also die merken dann, eine Katze kriegt nur was, das ist jetzt okay erstmal. Die Gehirnareale, in denen Emotionen verarbeitet werden, ähneln sich bei Menschen und Säugetieren. Es gilt als erwiesen, dass das Stresshormon Cortisol und das Bindungshormon Oxytocin auch Tiere beeinflussen kann. Und das ist eben, das haben wir die ganze Zeit bei den anderen Filmen auch. Am Anfang sind sie alle noch aufgeregt, genau, und dann wird es immer weniger und weniger. Und also genau. Nicht mehr, so wie wir erwartet hatten, sondern es wird weniger. Das überrascht die Forscherinnen. Sie hatten eigentlich damit gerechnet, dass die Tiere, ähnlich wie Kleinkinder, ihren Frust immer deutlicher zeigen würden.
Also mir geht es ja jetzt darum, ob sie eben so eine Art Eifersucht zeigen. Und da achte ich halt darauf, zeigen sie eben aggressives Verhalten, aber eben wirklich so, dass sie jemanden wegjagen oder jemanden hauen. Also nicht so jetzt die klassische Dominanzsache, wo klar ist, wer ist der Chef und wer nicht, sondern im Prinzip ist das interessanter, ob, wenn da eben ein Rivale ist, tun sie da aggressives Verhalten zeigen. So, was auch die Besitzer ja gesagt haben, sie glauben, dass die eine runtergehauen dann bekommen. Möglicherweise ist das Familiengefüge so gefestigt, dass die Katzen sich nicht als Rivalen verstehen. Also diese vier Katzen, die bekommen, denke ich mal, von ihren beiden Besitzern auch so viel Zuwendung, dass jede Katze gleich viel Zuwendung bekommt. Das heißt, da besteht überhaupt nicht die Notwendigkeit, in irgendeiner Weise eifersüchtig zu sein. Weil sie, wenn sie jetzt nicht dran sind, dann sind sie halt an einer anderen Stelle dran. Aber sie bekommen dann trotzdem das, was sie gerne mögen. Die haben einfach gelernt, eine höhere Frustrationstoleranz aufzubauen und abzuwarten. Lange Zeit hielt sich der Gedanke, die Katze sei vor allem an ihr Territorium gebunden. Aber mittlerweile ist klar, Katzen können sich eng an ihre Menschen binden. Die Eigenschaften sind genau gleich wie zwischenmenschliche Beziehungen, Mensch zu Mensch. Also auch die Katze wird beunruhigt, wenn sie getrennt wird von ihren Menschen. Sie hat Freude, kann man wohl sagen, wenn man wieder nach Hause kommt. Die Katzen kommen entgegen, Schwanz hoch. Das ist ein selektioniertes Signal, die nur domestizierte Katzen zeigen. Und das Begrüßungsritual ist sehr wichtig, um die Beziehung zu zementieren. 3 Wochen später ist Katzenpsychologin Heike Grotegut wieder auf dem Weg zu Rabea Röver und den Problemkatzen Elsa und Shishi. Ich bin gespannt. Ich freue mich, die Frau Röver wiederzusehen, freue mich, die Katzen zu beobachten und bin wirklich gespannt, was sie so umgesetzt hat und wie das bei den Tieren angekommen ist. Ja, du, dann erzähl doch mal, wie ist das denn mit Shishi und Elsa so gelaufen? Was hast du denn so gemacht? Also ich habe deinem Ratschlag habe ich versucht umzusetzen und es ist noch nicht ganz entspannt, aber es ist weniger geworden. Du, möchtest du mir denn gleich mal zeigen, was du mit der Shishi so gemacht hast zum Beispiel? Willst du mal mit ihr spielen? Ja, gerne. Shishi. Mal sehen, ob der... Da werde ich wahrscheinlich jetzt durch Casey keine Chance haben. Ich versuche ihn abzulenken und du zeigst mir... Geh ich mal raus und hol sie mal rüber. Shishi! Katze Elsa hatte die sanfte Shishi immer wieder gejagt. Durch Spielen und Loben sollte Rabea Röver beide Katzen entspannen und so vor allem bei Shishi Stress und Angst abbauen. Katzen sind ja Jäger und das... Jagen kommt natürlich in der reinen Wohnungshaltung zwangsläufig zu kurz. Also müssen wir da einen Ausgleich schaffen. Weil sonst, wenn die Katzen überhaupt nicht mehr ihrem Beruf nachgehen können, dann kann das natürlich problematische Verhaltensweisen auslösen. Der zweite Part ist aber natürlich, dass Spielen auch eine starke soziale Komponente hat. Das heißt also, dass Spielen schafft Vertrauen zum Halter. Es schafft aber auch Vertrauen innerhalb einer Katzengruppe, weil das immer positiv ist. Also eine Katze, die spielt, hat in dem Augenblick auch keine Angst. Deshalb ist das immer unglaublich positiv, so ein Positivbooster. Man sieht ja bei der Katze, und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass ich das erste Mal hier war, dass sie deutlich schon an Selbstbewusstsein gewonnen hat. Und das ist genau der Effekt, den wir da haben wollten, dass sie einfach so ein bisschen aus sich rauskommt. Shishi hat sich in der Vergangenheit schnell einschüchtern lassen. Nach 3 Wochen ist sie deutlich mutiger und gelassener geworden. Dann gucken wir mal, ob ich heute die Eltern sehe, die kleine Schüchterne. Große Katzengruppen zu halten, ist nicht immer einfach. Denn Katzen sind Einzeljäger und schließen sich normalerweise nur für bestimmte Zeit zu Gruppen zusammen. Also das sind 2 verschiedene Paar Schuhe, das Verhalten von Katzen Menschen gegenüber und das Verhalten von Katzen Tieren gegenüber, beziehungsweise in dem Fall Katzen natürlich gegenüber. Also man sieht halt einfach, dass Katzen
individuell sind. Das ist ja eigentlich das, was auch viele gerne haben an den Tieren, dass sie so einen individuellen Charakter zeigen. Und man sieht einfach die Elsa und Shishi, das ist eine Zweiergruppe. Die zwei verstehen sich jetzt gerade mal nicht so gut. Aber Elsa versteht sich zum Beispiel dann mit dem Kuba hervorragend oder mit Casey. So. Und dann kann es halt sein, dass Shishi sich zum Beispiel mit Kuba vielleicht nicht ganz so gut versteht. Also das sind halt so viele Einzelkombinationen innerhalb dieser Katzengruppe. Das ist dann nicht immer so einfach zu pauschalisieren, ehrlich gesagt. Ja, und die zwei verstehen sich aktuell jetzt schon ein bisschen besser, aber es wird halt irgendwann sich doch in Wohlgefallen auflösen. Davon gehe ich aus. Das wäre sehr schön. Der Einsatz der Katzenpsychologin hat sich gelohnt. Keine der Katzen muss ausziehen. In Hannover geht das Eifersuchtsexperiment in die letzte Phase. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ihre Katzen abwechselnd beim Füttern und Streicheln ignorieren. Bei Delia Nitschke hat heute Oreo Glück und wird gefüttert. Freddy muss zusehen. Er guckt ja, er will ja auch. Also ihn wirklich ignorieren bricht mir tatsächlich das Herz. Ich glaube, er versteht es auch nicht. Ob es Eifersucht ist, mag ich nicht deuten, aber er ist zumindest irritiert. Versucht es jetzt wahrscheinlich andersrum. Ja, genau. Holt sich das jetzt selbst. Doch auch hier lässt sich beobachten, nach kurzer Zeit gibt der gefräßige Freddy auf und beschäftigt sich mit etwas anderem. Ich hatte bei Freddy schon zwischendurch das Gefühl, er war mal ein bisschen beleidigt. Oder ich meine, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich hatte das Gefühl, es hat ihn schon ein bisschen verletzt. Das geht ja doch schon in Richtung Eifersucht, wenn ich den einen die ganze Zeit fütter und ihn ignoriere. Und interessanterweise hat sich das dann offensichtlich so geäußert, dass er angefangen hat zu spielen. Also wenn das wirklich tatsächlich so ist, dann war das eine ganz interessante Beobachtung, dass er dann einfach die Ablenkung sucht. Auch bei Familie Reuker mit den beiden Perserkatzen Raphael und Bonja startet der Futterversuch. Tochter Antonia soll heute den braunen Raphael füttern und die graue Bonja dabei ignorieren. Eine Herausforderung, auch hier offenbar vor allem für die Katzenbesitzerin. Unsere Katzen sind schon ziemlich schlau, aber man weiß nicht, ob sie es sich doch irgendwie übel nehmen, habe ich so gedacht. Ne? Und dass sie irgendwie vielleicht dann doch irgendwie denken, die sind hier bescheuert oder so. Bonja ist in dem Katzenhaushalt eindeutig die Chefin und lässt sich nicht abwimmeln. Ich habe beobachtet, dass Raphael eigentlich gar nicht so eine eifersüchtige Katze ist. Er akzeptiert das, geht weg. Er weiß, Bonja hat schon wieder ihre Zeit, wo sie der Mittelpunkt sein möchte. Dann bin ich halt später dran. Ich brauche das gar nicht. Aber Bonja hat das echt gestört, dass sie nicht der Mittelpunkt war. Die letzten Tests laufen. Dr. Willa Bonet und Dr. Marina Scheumann kodieren alle Verhaltensweisen, die sie als aufmerksamkeitsfordernd deuten. Vor allem Raphael zeigt sich aber eher stoisch. Aber es ist halt auch ein Perser, ne? Die sind ein bisschen gemütlicher, ne? Vom Temperament. Und die miauen zum Beispiel auch ganz, ganz wenig. Und dann ist natürlich bei diesen Katzen, die ja schon sehr lange zusammenleben, die haben sich ja in irgendeiner Weise auch schon arrangiert. Und da brauchst dann gar nicht mehr diese auffälligen, aggressiven Auseinandersetzungen, wie Pfoteschlagen oder sowas, sondern da sind das teilweise so ganz, ganz kleine Zeichen. Also zum Beispiel einfach nur den Kopf wenden und einmal so einen Blick fixieren machen. Da dreht sich die andere Katze schon um und geht schon und weicht schon aus. Aber um das Verhalten der Katzen noch präziser einschätzen zu können, fehlen wichtige Informationen aus den Lebensläufen der Tiere. Man bräuchte dazu noch eine ganze Menge mehr Erkenntnis über die Katzen, die wir teilweise nicht kriegen können, weil das Katzen sind, die irgendwie aus dem Tierschutz kommen und keiner weiß, wie die aufgezogen worden sind. Also bei wissenschaftlichen Untersuchungen beim Menschen weiß man zum Beispiel, dass Eifersucht besonders von Personen gezeigt werden, die in ihrer Kleinkinderzeit Defizite in der sozialen Versorgung durch ihre Eltern bekommen haben. Ja? Und das prägt sich dann im Gehirn ein und hat dann auf das spätere Leben halt Auswirkungen. Zurück bei Phonetikerin Susanne Schötz in Schweden.
Bei ihrer Untersuchung der Katzensprache hat die Wissenschaftlerin festgestellt, außer Miauen und Schnurren nutzen Katzen noch eine Vielzahl anderer Laute. Das ist mein Lieblingslaut. Aber auch ein helleres. Und dann hat es auch oft ein bisschen steigenden Ton am Ende. Und das benutzen Katzen auch unter sich. Also das hier ist ein sehr zufriedener Laut. Mir geht's gut, Dankeschön, hallo. Aber hier ist eher ein bisschen auffordernd. Also mir geht's gut, hallo, grüß dich. Aber ich möchte auch etwas. Ich will spielen, ich habe ein bisschen Hunger. Das Spektrum ist also größer als bisher angenommen. Während die Katzen sich untereinander auch durch Schnurren oder Gurren verständigen, ist das Miauen meistens an den Menschen gerichtet. Auch die Stimmqualität spielt eine Rolle. Ich habe gemerkt, dass Katzen, die mit einer luftigen Stimme, vielleicht ein bisschen heisern, so diese Art von Stimmqualität benutzen, die sind oft freundlicher, mehr zufrieden als die mit gepresster, gespannter Stimme, also meow. Das machen wir auch. Also wenn wir jemand kennen, also zum Beispiel mit unseren Kindern reden, dann reden wir auch mit luftiger Stimme, vielleicht ein bisschen leiser und so. Aber wenn wir mit einem Feind reden, dann reden wir viel lauter und wir haben also eine gepresste Stimmqualität so. Und das scheint bei allen Katzen der Fall zu sein, unabhängig von Region, Alter und Geschlecht. Das hatte ich nie gedacht, dass Katzen ihre Stimme so variieren können, dass sie alles von diesem stimmlosen Fauchen zu einem ganz, ganz hellen Fiepen und alles dazwischen. Katzen haben zum Beispiel mehrere Vokale. Ein Miauen, da gibt es sogar drei, I, A, U. Und das ist noch nicht beforscht worden, so genau, wie ich es gerne haben möchte. Da gibt es noch viele Fragen zu beantworten. Wie der Tonfall des Menschen auf die Katze wirkt, zum Beispiel. Das will Susanne Schötz in ihrem neuesten Projekt untersuchen. Längst haben sich Katzen auch ins Internet geschlichen. Katzenvideos boomen, werden millionenfach geklickt. Am erfolgreichsten sind die Videos, in denen sich Katzen fast menschlich verhalten. Die undurchschaubaren Wesen auf vier Pfoten kommen dem Menschen hier scheinbar nah. Denn auch wenn Katzenbesitzer vor allem die Eigenständigkeit ihrer Charaktertiere schätzen, wünschen sie sich doch, dass die Liebe zur Katze auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn man wartet, bis wenn die Katze den Kontakt initiiert, versus der Mensch geht zum Katzenstreichel, hat man viel mehr soziale Interaktionszeit mit der Katze, wenn man wartet, bis wenn sie kommt. Klar, wir sind in einer Machtstellung. Wir können zu unserer sozialisierten Katze gehen, schnell streicheln, aber es ist die Katze, die entscheidet, wie lange gestreichelt wird. Das dürfen wir nie vergessen. Zurück an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Das Eifersuchtsexperiment ist beendet. Heute stellen die beiden Dozentinnen Marina Scheumann und Willa Bonet ihre Ergebnisse vor. Und wenn wir uns das sogar auf das aufmerksamkeitsfördernde Verhalten machen, also es gab auch nur drei Katzen, die ihn wirklich angestupst haben. Die Forscherinnen suchten vor allem nach Anzeichen von aggressivem Verhalten gegenüber der anderen Katze. Sie füttern jetzt Rafi und Bonja guckt zu. Und das hat uns auch ein bisschen erstaunt, weil Bonja ist die Chefin, ne? Genau. Aber sie macht auch nichts. Also sie versucht weder ihn da wegzuscheuchen, noch ihn wegzujagen. Aggressionen gab es nicht. Aber durchaus andere Anzeichen des auf sich Aufmerksammachens. Wir haben uns das Miauen angeschaut. Die Mimi war die richtig gute vokale Katze. Sie hat zwar sehr viel gemiaut, als sie ignoriert wurde, aber sie hat deutlich mehr gemiaut, als sie gefüttert worden ist. Und wir haben uns das natürlich dann angeguckt und wir konnten uns das dann gut erklären. Das können wir Ihnen gleich auch zeigen, warum das so ist. Ja.
noch eins für Mimi? Also ich rede wahrscheinlich auch mit ihr, ne? Ist das das, was sie animiert? Nee. Sind das nicht aufgefallen? Nee. Was sind? Mimi miaut und als Belohnung geben sie ihr einen Keks. Mimi macht miau, tup, miau, tup. Das machen sie permanent und richtig im guten Timing, sodass das Tier richtig schnell lernen kann. Weil das ist zum Beispiel in der Verhaltenstherapie von Katzen, tritt das als Problemverhalten für manche Besitzer auf, weil die Katzen nämlich dieses Verhalten auch steigern, weil sie gelernt haben, dass sie damit das bekommen, was sie gerne möchten. Und viele Katzen möchten dann zum Beispiel mitten in der Nacht raus. Also fangen sie an zu miauen und dann irgendwann nervt es den Besitzer, dann steht er auf und macht die Tür auf. Und so formt man unbewusst dieses Verhalten, was einen irgendwann nervt. Die Frage, ob Katzen eifersüchtig sind, können die Forscherinnen noch nicht abschließend beantworten. Aber alle Katzenhalter haben ihre Katzen in den letzten Wochen besser kennengelernt. Wir haben ein bisschen eine Steigerung von diesem aufmerksamkeitsfordernden Verhalten gefunden, aber eben nur kurzzeitig. Also es hat sich nicht über diesen ganzen Verlauf gesteigert, wie das vielleicht dann Kinder sich da so ein bisschen reinsteigern dann. Das haben wir nicht gefunden, deswegen ist es halt mit der Eifersucht bei Katzen noch etwas fraglich. Ich würde mich jetzt auch nicht gleich für Nein entscheiden. Sie haben auch gesehen, die Kontexte sind sehr unterschiedlich. Mhm. Futter hat ein bisschen besser funktioniert als Streicheln. Und es hängt auch ein bisschen natürlich von den Persönlichkeiten der Tiere ab. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, die sind eifersüchtig. Das haben wir nicht gefunden. Ich glaube, ich habe das ein bisschen in meinem Kopf verdramatisiert, weil auch meine Katzen einen sehr ausdrucksstarke Gesichts haben. Bonja sieht irgendwie eher sehr traurig und sehr schmollend aus und Raphael sieht immer sehr wütend aus, dass ich das dann auch so ein bisschen denke, so ja, okay, Raffi ist jetzt vielleicht genervt oder wütend, aber eigentlich ist er einfach nur so. Ich hätte den einen oder anderen Kater schon so ein bisschen offensiver eingeschätzt, dass da schon mal einer so dazwischen gehen würde, aber war überhaupt nicht zu beobachten. Nein, gar nicht. Das war sehr überraschend. Ja. Also ich hatte schon gedacht, dass sie nicht eifersüchtig sind. Die sind beide überhaupt nicht aggressiv im Alltag. Deswegen hat mich das nicht überrascht, dass sie in den Situationen auch nicht aggressiv waren. Es hat mir tatsächlich eher das Herz gebrochen, dass sie dann so schnell aufgegeben haben, wo ich so Auch wenn wir damit unsere Katzen langsam besser verstehen lernen, wird ihr Wesen wohl immer ein wenig geheimnisvoll bleiben. Ich freue mich jeden Morgen, wenn mein Kater kommt, miau sagt und mich begrüßt mit hochgestelltem Schwanz und sagt, schön, dass du da bist. Und dann führt er mich zur Futterkammer. Und dann freue ich mich, dass ich jemanden füttern kann. Also ich meine, das ist ja... Es ist ein Geben und Nehmen, ja klar, deswegen haben wir unsere Haustiere.